Kleines Update am Samstag. Ich bin heute echt ein bisschen durch den Wind. Also morgen geht es ja los nach Tschechien. Ich habe mir gerade mal hier die Fahrkarten ausgedruckt. Morgen früh 6.15 Uhr. Und das zum Sonntag, ne? Ankunft Pilsen 12.47 Uhr. Geht eigentlich noch. Ich bin eine Dreiviertelstunde in Nürnberg. Zwischen 8.58 Uhr und 9.43 Uhr geister ich irgendwo zwischen Gleis 9 und Gleis 19 herum. Also falls jemand Bock hat auf einen Kaffee, irgendwo da könnt ihr mich mit Sicherheit finden. Nee, Spaß beiseite. Also wenn es denn so ist, ist mir auch egal. Also vollkommen klar, ne? Dann trinken wir halt eben noch auf die Schnelle einen kleinen Kaffee zusammen am Nürnberger Hauptbahnhof. Überhaupt kein Problem. Ah, das wird eine spannende Sache. Und ich bin sowas von aufgeregt. Wahnsinn. Jetzt werden sich viele denken, geht mal 3 Tage irgendwo hin, macht den Riesenfass auf. Ja, hätte ich vor 3 Jahren auch gesagt. Aber eben meine Erkrankung 2020 hat eben vieles verändert. Das ist so. Und dass ich das mir hier zutraue, irgendwann nochmal, wäre vielleicht vor 2 Jahren noch undenkbar gewesen. Als ich den Kanal gestartet habe, war ich nervlich im Arsch, körperlich kaputt. Aber ich habe mir gesagt, okay, komm, du musst mal irgendwo wieder eine greifbare Richtung finden. Und deswegen habe ich mit YouTube angefangen. Habe ich schon mal des Öfteren durchblicken lassen. Erzähle ich natürlich nicht jedes Video, ne? Weshalb auch. Aber so ist es. Und was soll ich sagen? Der Weg ist längst noch nicht vorbei, auch wenn der Weg steinig ist. Aber am Ende wird alles gut. Und solange es noch nicht gut ist, ist es definitiv auch noch nicht das Ende. Das soll aber nicht bedeuten, dass dann irgendwann Schluss ist, ne? Nur weil es einmal gut ist. Nein, ich möchte weiterkommen. Ich möchte euch mit vielen, vielen interessanten Themen mitnehmen. Deswegen auch die beiden Messetermine, die dieses Jahr noch anstehen. Unter anderem ja die Aqua Expo nächsten Monat und dann die Animal im November. Weil ich auch mal andere Einblicke zeigen möchte. Nicht immer nur mein Kram hier zeigen, hat ja angefangen mit dem Video letzten Monat, der Besuch beim Klaus, Zuschauer von mir. Das Video verlinke ich auch noch mal ganz gerne oben. Das Video hat mir sicherlich auch die eine oder andere Schwäche offenbart. Jetzt quasi mit dem Besuch bei Terra Natur der nächste Versuch, mal ja außerhalb der eigenen vier Wände was zu machen und einfach da auch in der eigenen Entwicklung ein bisschen weiterzukommen. Alles ist irgendwo eine Entwicklung und dabei nehme ich euch sehr, sehr gerne mit. Weil es mir persönlich einfach Spaß macht, ja, und weil es mich persönlich auch irgendwo weiterbringt. Deswegen das Ganze, und wer da meint, da irgendwas schlecht reden zu müssen, der soll das tun. Darf er gerne machen. Wie gesagt, wie ich damit in Zukunft verfahren werde, hatte ich ja gestern gesagt. Ich habe es einfach mit Vorankündigung gemacht, weil ich mir hier irgendwelche Zensurdebatten schlichtweg ersparen will. Ganz einfach. Also ich bin kein Feind von Kritik, ganz im Gegenteil. Man kann alles kritisieren, man kann alles vernünftig ausdiskutieren, aber es muss für mich greifbar sein. Ja? Und nicht, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, das habe ich auch schon mal in einem Kommentar so beantwortet, dass ein Kommentar einfliegt von wegen, wie kannst du denn behaupten, dass der Mond eckig ist? Also eine Aussage einfach, die ich schlichtweg nie getroffen habe, auch nicht im Ansatz irgendwie so treffen würde, aber man liest dann plötzlich so einen Scheiß. Und genau darum geht es mir. Dass ich mir das in Zukunft einfach nicht mehr antue, weil mir da schlichtweg die Zeit viel zu schade für ist. Ja, Baustellengequatsche. Ne? Auch da kam ein Kommentar, sehr treffend, eigentlich in dem Sinne formuliert. Man kann es gar nicht anders sagen. Ne? Also das Leben ist ja sowieso ständig im Wandel. Alles verändert sich um uns herum. Immer, jeden Tag aufs Neue. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Und ja, jeden Tag sollten wir irgendwo bemüht sein, ne? Wenn wir Tiere in der Pflege haben, dass wir auch das Maximale an Möglichkeiten herausholen. Ist doch vollkommen klar. Und bei mir liegt immer der Fokus auf die, ja, möglichst gute, artgerechte Haltung von Tieren. Reine Pflanzenbecken ist nicht mein Ding, nie mein Ding gewesen. Ne? Mich kümmert es nicht, ob jetzt hier die Rhein-Neckar Mini noch ein bisschen mehr Rot austreiben könnte oder nicht. Das Becken steht im Übrigen weiterhin komplett ohne Düngung. Wobei ich so langsam aber sicher mal drüber nachdenke, ein bisschen Eisen nachzudüngen, denn die Hydrocotyle Tripatidia Mini, gerade hier so direkt unter der Beleuchtung, ja, die wirkt schon so ein kleines bisschen blass. Also ein bisschen was an Dünger könnte ich vielleicht mal drüber nachdenken. Na, aber um zurück zum Thema zu kommen, nochmal,
Der Fokus liegt immer auf einer möglichst guten Unterbringung, auf einer möglichst artgerechten Haltung der Tiere. Und was man da eben verwerflich dran sehen kann, ist mir schlichtweg schleierhaft. Ja, für die Kollegen wird es in jedem Fall auch mal wieder Zeit. Na, jetzt, wo sie schön auf Größe auch herangewachsen sind, dann früher oder später mal in ein etwas größeres Zuhause wieder umzuziehen. Sind ja auch damals als Jungtiere hier angekommen, konnten sich in aller Ruhe entwickeln. Wäre schön, wenn sie sich auch noch mal vermehren würden, wobei bei den Pastellgondeln gehe ich nicht mehr davon aus, dass es mit dem Pärchen noch mal was wird, aber wer weiß, ne? Noch wird das Ganze hier sowieso ein bisschen dauern mit dem Rückbau. Und für die Kubutai, ich denke mal, das ist eine ganz vernünftige Entscheidung, ne? Dann zu sagen, okay, anderer Standort macht schon Sinn, vielleicht eben hier hinter der Tür ein bisschen zu viel Stress gewesen. Und ja, ganz unten natürlich bei den Bitterlingsbarben das gleiche in Grün. Ne? Ich habe damals sehr, sehr viele Jungtiere hier eingesetzt, die mussten erstmal auch ein bisschen heranwachsen. Becken steht jetzt, wie gesagt, seit letztem Jahr Dezember. Das Moos ist explodiert. Das wäre eigentlich soweit, würde wunderbar Versteckmöglichkeiten dann auch bieten für Jungtiere. Also ich denke mal hier mit einer leichten Veränderung beim Besatz, ein Männchen und zwei, drei Weibchen für ein paar Tage, dürfte das sicherlich ja ziemlich einfach werden, ne? Auch mit der Vermehrung der Mitterlingsbarben. Ist mit Sicherheit denkbar, dass ich da nochmal in die Überlegung gehe, weil, wie gesagt, dieser komplette Rückbau, bis dann auch mal die Tiere umziehen können, wird alles noch ein kleines bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und von daher ist es gar nicht ausgeschlossen, ne, dass man hier auch nochmal ein paar Tiere dann auch vermehren. Ja, aber wie gesagt, wie man da auf den Trichter kommen kann, zu sagen, du machst mit Absicht irgendwelche Baustellen auf oder wie auch immer, das ist mir schlichtweg ein Rätsel. Ja, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euch da draußen für die Unterstützung, für die vielen Kommentare, die eingegangen sind, für den Support überhaupt, ne, in jeglicher Form. Also tut echt gut, definitiv. Und ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Wie gesagt, ich bin da längst noch nicht am Ende und ich möchte auch anderen Content zeigen, als hier immer nur das hier. Vollkommen klar. Ja, ich hätte auch mal überhaupt kein Problem damit. Spezielle Geräte, Technik, hast du nicht gesehen, einfach mal unter die Lupe zu nehmen, ne? Ob es das Geld überhaupt wert ist. Weil wir bekommen immer nur diese Hochglanz-Unboxings, möchte ich mal fast sagen. Ne? Wo dann die großen Influencer Sachen gestellt bekommen, von wegen hier, mach doch mal ein Video. Ja? Und natürlich, jedes Video ist Einnahme. Ist halt so. Ne? Plus ein Produkt nochmal oben drauf, was man ständig bekommt von den Herstellern, wofür man nicht bezahlen muss. Es ist doch ein wunderbares, bequemes Leben. Und dass man da nicht immer so, ne, alles mit der Wahrheit nimmt, ja, könnte man als legitim bezeichnen. Ich finde es teilweise eine Frechheit, wenn man Schwächen von gewissen Dingen einfach schon auf den ersten Blick sieht und man dann dieses Geschwimme sieht, von wegen, wie es versucht gerade hier derjenige, das noch einigermaßen schön zu reden. Bloß damit der Hersteller am Ende nicht sagt, von wegen, hier, du machst unsere Produkte aber ziemlich schlecht, ich schicke dir nichts mehr. Wäre natürlich auch blöd, ne? Weil jedes Video zählt natürlich. So einfach ist das. Wie gesagt, damit hätte ich auch keine Probleme. Ganz im Gegenteil. Aber es muss eben dann auch so laufen, dass ich das Ganze aus der eigenen Tasche komplett finanzieren kann. Weil ich eben in keinerlei abhängig sein möchte von irgendwelchen Sponsoring-Geschichten. Dazu gehört im Übrigen auch mein Ausflug zu Terra Natur. Keine Fahrkarte ist gesponsert. Auch meine Pensionübernachtung ist nicht gesponsert. Ich habe zwar das Angebot gehabt, ich könnte die 3 Tage auch bei Alfred Tonner übernachten, habe ich aber abgelehnt, genau aus diesem Grunde, weil ich mir hier nichts nachsagen lassen möchte, dass ich da in irgendeiner Form irgendwie käuflich bin. Das ist nicht der Fall und das wird es auch nicht geben. Ganz einfach, das mache ich, weil ich es machen möchte, weil ich mit Alfred Tonner als Person sehr gut klarkomme, weil ich von ihm überzeugt bin, weil ich von seinen Aquarien überzeugt bin. Und ich habe ihm gesagt gehabt, okay, komm, wir machen mal ein Video zusammen, so eine kleine Tour bei dir quasi, mal den Ablaufprozess auch dann mal zu filmen und den Zuschauern bei mir auf dem Kanal entsprechend vorzustellen. Und der Zeitpunkt jetzt ist ja ganz bewusst so gelegt, weil jetzt geht ja so langsam aber sicher die Aquaristik-Saison wieder los. Also im Sommer ist immer ein bisschen blöde. Deswegen ist eben auch der Termin jetzt hier mit Ende September ganz bewusst so gelegt. Ja, aber da steckt eben keinerlei Abhängigkeit dahinter. Nicht, weil ich das machen muss oder wie auch immer, nein, weil ich es machen möchte. Und natürlich auch, um mich
irgendwo ein bisschen persönlich selber weiterzuentwickeln. Ganz einfach. So, ich hatte gestern gesagt, wir machen heute noch ein bisschen Bachlauf-Aquarium und das machen wir auch. Also wenn, dann möchte ich schon dazu stehen, was ich da auch gesagt habe irgendwo. Seht mir nach, dass ich heute so ein bisschen neben der Spur bin, weil wie gesagt, die kleine Reise morgen wird in jedem Fall nochmal eine richtig spannende Sache werden für mich. So, ich bin gerade mal rübergegangen in die Küche, habe mir mal hier das Töpfchen geholt mit der Cryptocurrine purpurea. Ah, hatte ich damals im Kallaxbecken einen kleinen In-vitro-Becher eingesetzt. Ist dann alles ein bisschen untergegangen, weil eben das Kallaxbecken mehr oder weniger ja, so als Baustelle, ne, als Zwischenquartier, als Zwischenlösung herhalten musste, um eben das alte Bachlauf-Aquarium dann auch vernünftig kontrolliert rückbauen zu können. Irgendwohin mussten ja die Tiere, der Altbesatz. Und deswegen die Pflanze ja, so ein bisschen untergegangen. Zum Glück sind noch einige Ablegerchen da. Die wird sich auch wieder berappeln. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und ich bringe die jetzt mal hier auf der linken Seite vom Becken ein bisschen verteilt ein. Hier steht sie dann eben auch nicht so direkt im totalen Lichteinfall, eher so ein bisschen halbschattig. Da hat sie in jedem Falle dann auch, denke ich mal, ganz gute Bedingungen. Grundsätzlich ja eigentlich eine Pflanze, die ein bisschen mehr Licht braucht, aber ja, bei so Pflanzen hier gab es so jungen Pflänzchen, ne, da kann man es auch schnell übertreiben, weil da kann auch zu viel Licht sehr schnell nach hinten losgehen. Deswegen versuche ich es jetzt einfach mal hier in diesem halbschattigen Bereich. Schauen wir mal, ob das was wird oder ob es nichts wird. Ich hätte mal ein bisschen den Bodengrund absaugen können. Doch sehr, sehr viele kleine Partikel, die hier aufgewirbelt werden. Ich hasse Schwebeteilchen. Ich hasse Schwebeteilchen. Können wir den Stein noch irgendwie hier verbaut? Dass es einigermaßen gescheit aussieht? Ja, ich denke mal, so passt das. So, wenn ich jetzt die Purpurea eben jetzt hier auf die linke Seite noch ein bisschen verstreue, dann dürfte das, glaube ich, eine richtig schöne Angelegenheit werden. Ich denke mal, jetzt hier im Oktober, dann nächsten Monat, sollte es dann auch funktionieren mit einer zweiten Beleuchtung. Dann haben die Pflanzen in jedem Fall noch ein bisschen Zeit, sich hier schon mal an die Gegebenheiten im Becken grundsätzlich eben zu gewöhnen. Ja, und gehen dann hoffentlich richtig schön gescheit auch ins Wachstum über, wenn dann die neue Beleuchtung, die Zusatzbeleuchtung mit dabei ist. Ja, ich mache das jetzt hier nicht mit der Pinzette. Es sind teilweise so filigran. Da geht es einfach mit der Hand dann doch ein bisschen einfacher. Tja, es darf sich in aller Ruhe entwickeln, die Baustelle Bachlauf-Aquarium. Ach. Schließen wir das Thema einfach ab. Es ist, wie es ist. Es ist eine Entwicklung. Das habe ich immer gesagt. Ich nehme euch mit bei der kompletten Entwicklung. Alles, was dazugehört. Ja, und ja, wie gesagt, wem es nicht passt, der soll einfach was anderes gucken. Es ist doch jedem seine eigene Entscheidung, was er mit seiner Zeit anfängt, welche Kanäle er sich anschaut, wie er seine Aquaristik betreibt, wie auch immer, solange da niemand zu Schaden kommt, sei es Mensch, sei es Tier. In der Aquaristik natürlich immer der Fokus auf die Tiere, ganz klar. Und ja, solange da eben niemand zu Schaden kommt, ist doch alles fein. Aber was musste ich nicht schon alles einstecken? Na, insbesondere auch beim Thema Kampffisch. Da habe ich ja meine komplett eigene Meinung. Ich finde, jeder Kampffisch sollte erstmal versucht werden, auch vernünftig in einem, ich sag mal, handelsüblichen Aquarium gepflegt zu werden. Nach Möglichkeit eben mit Beibesatz. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, wie man so einen Kampffisch auch separieren kann. Ja. Wie man so einen Kampffisch auch wunderbar eben in Gesellschaft pflegen kann.
Und wenn das Ganze eben nicht funktioniert, weil man eben charakterstarkes Tier hat, was eben nicht so wirklich gesellschaftsfähig ist, dann steht aus meiner Sicht auch nichts dagegen. Ja, spricht nichts dagegen, wenn man dann eben sagen muss, okay, komm, Einzelhaltung ist halt für das Tier die bessere Lösung. Ja, dann ist das eben so. Aber grundsätzlich zu sagen, die gehören per se immer in Einzelhaltung, das ist schlichtweg Quatsch. Und da lege ich mich auch jederzeit ganz gerne mit den sogenannten Experten an. Also überhaupt kein Problem. Wobei man ja da auch sagen muss, selbst irgendwelche Pseudogutachten, was die Beckengröße angeht, sind ja im Nu zerlegt, wenn man mal genau hinschaut. So, Purpurea ist verpflanzt. Gerade mal ganz schnell ein Handtuch holen. Einmal alles trocken machen. Und dann schauen wir mal eben ganz kurz drüber. So, einmal die Beleuchtung ein kleines bisschen angepasst, damit wir auch hier ordentlich was erkennen können. Also die Cryptocurrine purpurea erstmal mit dabei. Ja, sieht ordentlich mitgenommen aus, ne? Leider von dieser typisch auffälligen, fleckenartigen Blattfärbung überhaupt nichts zu sehen. Ansatzweise hier und da, braucht jetzt natürlich wieder ein bisschen Zeit, ne, bis sie sich hier berappelt hat, aber die wird sich fangen. Davon gehe ich einfach mal aus. Die Wurzeln sahen richtig gut aus, also überhaupt keine Wurzelschäden. Von daher bin ich schon ganz guter Dinge, ja, dass die sich hier richtig schön etablieren wird. Ja, wenn dann jetzt so die nächsten 2 Wochen, na, vielleicht die Zusatzbeleuchtung, die zweite LED mit dazu kommt, dann wird sie auch richtig schön ordentlich Licht abbekommen. Und dann hoffentlich auch gescheit ins Wachstum übergehen. Ja, ansonsten bin ich erstmal einverstanden mit der kompletten Entwicklung auch hier im Becken. Also Tag 40 haben wir heute. Gestern war Tag 39. Ich habe mal genau nachgeschaut, wann ich das Becken gestartet habe. Also für die 40 Tage bis hierher, na, überhaupt keine Schwierigkeiten mit irgendwelchen Algen. Gehen wir noch mal ein bisschen näher ran. Na, aktuell so ein bisschen Schwebeteilchen hier unterwegs, weil ich eben viel am Bodengrund auch rumgefuhrwerkt habe. Das ist völlig normal, bleibt nicht aus. Aber überhaupt keine Algenschwierigkeiten. Ne? Auch die Rückscheibe komplett belagfrei. Also das kann sehr, sehr gerne genauso weitergehen. Macht richtig viel Spaß. Jetzt hier im Oktober, also nächsten Monat dann, möchte ich auch die Gruppe der Melanotaenia lacustris gleichzeitig nochmal so ein kleines bisschen aufstocken. Und ja, durch diesen Plus an Nährstoffen, der dann zusätzlich mit reinkommt, durch höhere Ausscheidungen, denke ich mal, wird auch in jedem Falle die Bepflanzung ordentlich davon profitieren. Ja, es sind schon irgendwie richtig, richtig tolle Tiere, die Melanotaenia lacustris. Gefallen mir megamäßig gut. Gerade das Männchen hier, wenn er mal richtig schön in die Balz geht, ja, dann bekommt er eine richtig dunkelblaue Grundfärbung, gelbliche Tupfer oben auf der Stirnpartie. Also die machen schon Spaß, ja, und eben ein wunderbar entspanntes Schwimmverhalten. Kann man nicht anders sagen. Das ist Harmonie. 6 Tiere sind aktuell drin, 6 Tiere werden auch noch mal mit dazu stoßen. Dann sind es mindestens ja, 12 Tiere. Und ich denke mal oder gehe mal davon aus, ne, dass das dann hier richtig eine super harmonische, entspannte Sache sein wird, das Becken. Es soll ordentlich besetzt sein. Ich möchte ordentlich Bewegung haben im Becken, aber definitiv keine Hektik. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Einfach so ein Platz der Erholung. Ja, wenn da ab und zu mal Männchen natürlich, wenn die in die Balz gehen, dann geht schon mal ein bisschen hoch her. Das ist vollkommen klar, das ist aber völlig normal. Aber das sind eben Momentaufnahmen. Ja, das ist eben kein Dauerzustand. In der Regel ist das hier der Dauerzustand, ein völlig entspanntes und ruhiges Schwimmverhalten. Und mir persönlich macht das einfach eine ganze Menge Spaß, einfach ins Becken reinzuschauen, diese Ruhe zu genießen. Und ja, grundsätzlich bin ich eben mit der Entwicklung bis hierher für die ersten 40 Tage völlig einverstanden und bin sehr gespannt, wie das Ganze hier weitergeht.
Seht mir nach, dass ich jetzt hier heute mit der ersten Bepflanzung am Becken nicht mehr starte. Da habe ich den Kopf einfach schlichtweg nicht frei genug für. 6.15 Uhr geht es morgen früh los. Das heißt also aufstehen sowieso, bevor irgendwelche Hahn überhaupt kräht. Mit dem Kollegen hier muss ich mich auch noch auseinandersetzen. Das ist der DJI Osmo Mobile SE, also der Gimbal. Soll mir eigentlich die Filmerei ein bisschen einfacher machen. So der erste Eindruck, ne, ob mir Freunde werden, ich weiß es noch nicht genau. Muss ich mal schauen, ob ich da heute Abend irgendwie noch ein bisschen Zeit für finde, ne, mich mit dem Teil noch so ein bisschen auseinanderzusetzen, damit die Filmerei auch dann möglichst einfach funktioniert. In dem Sinne, wenn ihr Fragen habt an einen Aquarienbauer, in dem Fall an Alfred Tonner, eine Frage, die ihr vielleicht immer mal wissen wolltet von einem Aquarienbauer, schreibt es mir gerne in die Kommentare, versuche ich da in jedem Falle dem lieben Alfred die passende Antwort auch herauszulocken. Ansonsten, ich nehme euch mit die kompletten 3 Tage. Also viele Eindrücke, hoffe ich mal, dass ich die eingefangen bekomme. Es wird so sein, dass es von allen 3 Tagen dann einen kleinen Vlog geben wird. Immer zum Abend versuche ich den nach Möglichkeit hochzuladen. Und dann, wenn ich wieder zurück bin, gibt es nochmal themenbasiert über die ganzen Ablaufprozesse beim Aquarienbau nochmal ein Spezialvideo. So ist es eigentlich geplant und ich hoffe mal, das Ganze haut auch so hin, wie ich mir das einigermaßen vorgestellt habe. In dem Sinne, machen wir Deckelchen drauf für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie immer, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.